So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4 in der Welt von Kyrat. Und da redet mir schon wieder jemand die ganze Zeit in meinen Satz rein. Vibe, sei still. So, wir haben heute eine Menge vor. Wir werden als erstes mal die Longinus-Mission machen. Oh, es schneit ganz schön. Bevor ich es vergesse, ich sollte nochmal hier reingehen. Denn wir haben viele von euch in die Kommentare geschrieben, was für eine Waffe das ist, die ich mir jetzt kaufen soll. Und sobald ich alle Belltower eingenommen habe, soll ich mir auch die MG42 statt der Shredder nehmen, weil das angeblich die beste Waffe im Spiel ist. Werde ich natürlich machen, wenn ich höre natürlich hier vor euch, ja. Aber die Waffe, die ich mir jetzt holen sollte, war die SA50, genau, die hier. Und die gönne ich mir jetzt mal eben. Bye, bye. So, und dann gucken wir kurz. Die nehmen wir auf jeden Fall statt der hier, ja. Und jetzt würde ich gerne noch gucken, was wir hier nehmen. High Power Scope. Ja, warum nicht? Wir haben die Kohle jetzt hier. Barrel, Sound Suppressor, jawohl. Was haben wir hier noch? Extended Magazine, zack. Kein Problem. Haben alles dabei. Und dann gucken wir uns die Waffe mal an, wie die so ist. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Oh. Oh, ist das eine Autosniper? Das ist eine Autosniper. Oh, wie geil! Das ist einfach eine Autosniper, die one-hittet. Ihr hattet recht. Ich höre immer auf euch jetzt. Kein Ding. Ich höre immer auf euch. Dankeschön. Das ist echt nice. Die Waffe ist stark. Richtig, richtig stark. So. Wo gehen wir jetzt hin, ist die Frage. Wir gehen mal... ich glaube, zu Longinus gehen wir mal als erstes. Weil die Mission von Longinus wollte ich schon mal machen. Aber die von dem Mieter, da werde ich noch ein bisschen drauf warten. Ich mach aber beides heute. Nur halt, also in dieser Aufnahmesession, meine ich natürlich. Mit der Waffe wird das ja auch kein Problem mehr sein, denke ich. Die ist echt richtig, richtig nice. So, mal schauen, wo ist Longinus? Ich muss mir das mal kurz markieren, sonst finde ich das wahrscheinlich nicht. Da oben, alles klar. Haben wir hier irgendwo ein Fahrzeug stehen? Sieht nicht so aus. Ja, macht hier euren Sprechgesang hier. Ist alles okay. Ich hätte nur gerne irgendeinen fahrbaren Untersitz, aber hier gibt es anscheinend keinen. Ja, aber 200 Meter ist auch nicht so weit. Fliegen wir mal kurz mit dem Wingsuit ein bisschen vor. Und da können wir dann gleich noch ein bisschen weiter runterfliegen. So wie es aussieht. Alles klar. Da oben steht ein einsamer Baum. Mit dem kann man auch zoomen, also das ist nice. Die Waffe gefällt mir. So, wir fliegen mal kurz zu Longinus jetzt. Der ist ja hier irgendwo. Jawohl, da hat er schon wieder sein Zelt, der kleine Psychopath. So. Ein Karma-Event. Ah ne, lassen wir das mal. Ich habe doch schon... Karma-Level 8 ist doch das Maximum, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber... Sieht zumindest so aus. So, mal schauen. Was machst du denn da? Who shall I see? And I say, I am here. Send me. Look, look, look. I come from a land of death. Okay. And I stood with the devil for so long. Yeah, okay. This one. This one wanted travel documents to take his family someplace safe. And this one wanted malaria medicine for his sick child, and he tried to kill me for it. I cannot blame him. Okay. No! There is still work to do. We are not finished. You know what you must do. And I know what I must do. Okay. Ephesians 5:18. Do not get drunk with wine, for this is debauchery. But be filled with the Spirit. Okay. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich die letzte Longinus-Quest vor uns. Und die ist da oben irgendwo.
Nashorn. Oh, es ist One-Hit, Alter, diese Waffe ist ein Monster. Zack. Alter, diese Waffe ist echt ein Monster. Heiliger. So, wir grappeln nochmal hoch. Und danach grappeln wir direkt dort hoch. Und gucken wir mal, wie es aussieht. So, da schnellstmöglich zu dem Kurier kommen, denke ich mal. Ist wieder ein Kurier. Ich schätze es einfach mal, dass wieder so eine ähnliche Quest ist wie die anderen. Also so eine Kurier-Quest. So. Begeben wir uns auf den Weg dahin. Da kommen wir doch her, oder? Das ist ja diese Stadt. Ja, genau, da oben kommen wir her. Da sind wir mit dem Wingsuit-Fahren abgesprungen. Dann hätte ich eigentlich auch... Hauptsache ich laufe dahin, anstatt einfach ein Fast-Travel zu machen. Genius! So, ich kaufe mal kurz die Munition nach, die ich gerade verschwendet habe. Einfach, weil ich es kann. Hopp. So, raus hier. Und dann hier lang irgendwo. Das sieht alles so geil aus in der neuen Grafikeinstellung. Wow. Ja, ja, genau. Sehe ich auch so. So, schauen wir mal hier nach. Hier ist es nämlich. Von wo kommt der? Ach, von da unten. Okay. Was macht ihr da jetzt? Muss ich den töten? Nein, oder ich muss den verfolgen, sicher. Ah, Enter. Alles klar, verfolgen wir den mal. Aber immer schön auf Abstand bleiben, sodass er mich nicht entdeckt. Das hatten wir ja schon zu oft, dass er mich entdeckt hat. Oh. Oh Gott. Okay. Ja, wie soll man denn da nicht entdeckt werden? Lol. Are you serious? Oh, der hat einen MG auch noch. Ach, halt, Schnauze. Yo! Ist okay. Ich heil mich mal lieber. So. Willst du mich verarschen jetzt? Kill das Magler. Okay. Lässt dich anrichten. So. Shredder, bitte. Da kommt noch einer. Okay, sauber. Hui. Boah, meine Augen tränen gerade. So, hier unten rein, okay. Da gibt's den Blood Diamond. Sauber. Sind da noch welche? Ich glaube nicht. So, hier eine Kiste. Aber wo ist der Blood Diamond? Der muss ja auch irgendwo sein. Hier. Alles klar. Wir nehmen mal unsere geile Sniper. Und wir spritzen uns mal ganz kurz hier sowas. Damit wir jeden sehen. Okay. So. Alle weg da. Oh, der war schlecht. So, den weg. Dann den da oben weg, den Sniper. Wieso treffe ich den denn nicht? Bin ich behindert? Komm schon. Jetzt aber Headshot.
Der weg. Hm? Und einer noch. Ja, der war schlecht. So, jetzt sind alle weg. Und da kommen noch mehr. Ich mach mir mal aus dem Staub, Leute. Man sieht sich. So, alles klar. Ich will jetzt aber nochmal zurück. Da unten gibt es nämlich noch ein Propagandaposter, was ich vernichten muss. Und zwar hier. Brenn doch! Das sollte abfackeln, oder? Okay, ja, sehr gut. So, Longinus. Wir kommen zurück. Boah, bin ich weit gefahren jetzt gerade. Heiliger. Aber wir machen das jetzt schnell. Gehen wir noch zu Longinus zurück und dann passt alles. Wir sind so weit im Spiel mittlerweile, das ist echt krass. Ich frage mich, ob ich das vor 100 Folgen noch schaffe zu beenden. So. Warte mal, was? Achso, das sind die Quests, okay. Aber Longinus ist hier unten wieder, ne? Genau, hier. Warum ist das gerade der Sound so komisch? Hat sich so angehört, als würde eine Granate in ihm explodiert sein. Und ich nichts mehr hören kann. Irgendwie sowas. So. Dann noch da runter und dann sind wir schon da. Das war die letzte Longinus-Quest, soweit ich weiß. Yogi und Reggie haben wir aber, glaube ich, noch vor uns. Oder haben wir da auch schon alle gemacht? Ich glaube, wir haben da noch welche vor uns. Wobei die ganzen Kiffer-Sachen ja schon vorbei sind. Wir haben nur noch Shangri-La. Und Yuma ist ja schon weg. Mal schauen. Gehen wir mal zu Longinus. Schauen wir mal, was der so zu sagen hat. Gucken wir mal nach. Hä, das hatten wir gerade schon. And I say, I am here. Send me. Hä, das hatten wir doch gerade schon. I come from a land of death and misery. And I stood with the devil for so long. Was? Longinus, das hast du uns gerade schon erzählt. Was ist denn los bei dir? This one wanted travel documents to take his family someplace safe. And this one wanted malaria medicine for his sick child, and he tried to kill me for it. I cannot blame him. Warum haben wir das genau nochmal jetzt? Was? No. Ist es ein Bug oder? Was geht los? You know what you must do, and I know what I must do. Okay. Ja, das haben wir schon gehört. Ja, ja, ja. Longinus, please, please, Stapparino. Hä? Sag jetzt bloß, wir müssen das nochmal machen? Was? Das kann jetzt aber nicht sein. Hä? Was? Warum denn? Muss ich das echt nochmal machen? Ich muss das echt nochmal machen. Aber warum? Hä? Das kann doch nicht absichtlich sein. Das muss ein Bug sein. Ich sollte den Typ vom MG aber runterschießen, sonst habe ich hier nachher ein Problem. Ich muss ja jetzt aber... Ich muss undetected bleiben.
Aber sobald ich nicht mehr an der Decke bleiben muss, kann ich den herunterschießen, oder? Sehe ich doch richtig. Egal. Verfolgen wir den Kollegen mal. Warum genau muss ich das nochmal machen? Ich verstehe das nicht. Das ist ja richtig seltsam. So, ich bleib mal so lange, wie es geht, undetected. Kein Bock, dass der mich wieder die ganze Zeit abschießt. Ach, hör doch auf. So, jetzt kann er auf mich schießen von mir aus. So, jetzt darf ich ihn noch töten. Hey! Hey! Da ist aber noch irgendwo einer. Da. Sauber. So. Gut, das heißt, wir machen das jetzt nochmal. Habe ich kein Problem mit. Aber diesmal nehme ich das Propaganda-Poster direkt mit. So, komm her. Meine Güte. Immer wieder die Shredder. Da hinten steht noch einer. Hey, what the fuck? Böse. So, Blood Diamond. Dann wieder meine Sniper. Ach Gott. Machen wir wieder dasselbe wie gerade eben. Irgendwie hat das Spiel einfach gerade resettet. Richtig komisch. So. Oh, scheiß Idee. Okay. Jetzt aber mal abhauen hier jetzt. Und diesmal wirklich. Hätte ich vielleicht nicht fast traveln dürfen, sondern ich hätte laufen müssen? Kann das sein? Dann will ich mir aber ein Fahrzeug mitnehmen. Das kann ja nicht wahr sein. Obwohl, wenn ich jetzt zurücklaufe, vielleicht liegt es daran, dass ich wieder zurückgelaufen bin. So viele Möglichkeiten. Ist aber echt seltsam. Warum musste ich das nochmal machen jetzt? Das war ein wahres Déjà-vu. Hoffentlich ist die Quest nicht verbuggt und ich muss es gleich nochmal machen. Oh Gott, Alter, das wäre furchtbar. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Die Quest ist nervig. So, Longinus. Ich komme zu dir. Alles gut, ich komme zu dir. Ich hätte auf den Bell Tower klettern können und dann mit dem Wingsuit hinfliegen. Ich weiß aber nicht, ob das schneller gewesen wäre. Wow. Alter, der hat fast schon wieder den Wingsuit nicht getriggert. Ich will aber nicht sterben. Aua. Pfui. Willst du mich verarschen?
Seid halt aggressiv wie sonst was. Spinner, Alter. So. Ich bin gleich da, Longinus. Ich bin gleich da. Meine Güte. Das war aber echt komisch. Ich weiß nicht, ich habe nicht darauf geachtet, wann sich das resettet hat, weil dieser Questpunkt, der war die ganze Zeit da, aber der war dann auf einmal weg. Und ich weiß nicht, durch was der weg war. Ob der durch den Fast Travel weg war oder ob der durch Zurücklaufen wieder war. Weil ich hätte das Propaganda-Poster noch runtergenommen. Irgendwas hat auf jeden Fall das ganze Zeug resettet. Komisch. So. AJ, so good to see you. You going somewhere? It is finished. My work here is done, and now the Lord is calling me elsewhere. Where to? South America, I think. Or perhaps Cuba. Huh. There are still many sins for me to atone for. Thank you, AJ. Thank you for showing me that there are still true believers willing to do righteous work. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den in Far Cry 5 wiedersehen werden. I have left you something as a token of my gratitude. RPG, okay. Mark 16, verse 15. And he said unto them, go forth into the world and proclaim the gospel to the whole of creation. Go forth now, AJ, and preach your own sermons. Okay. Werde ich machen. Viel Spaß in Südamerika. Oder Kuba. Oder wo auch immer du hingehst. Longinus. Aber das war das letzte Mal, dass wir uns jetzt gesehen haben. So, damit hätten wir das erledigt. Ich würde dann sagen, wir beenden die Folge. Und machen dann nächstes Mal mit der Quest von Amita weiter. Bis dahin, haut rein und tschüss.